Clubfans. Am Samstag treffen wir nach 3 langen Wochen ohne Heimspiel endlich wieder im Max-Morlock-Stadion auf den Karlsruher SC. Dabei wird es auch ein Wiedersehen geben mit Alois Schwarz, der ja auch schon den Club trainiert hat. Unter anderem nämlich auch 2016, als wir den letzten Auswärtssieg in Karlsruhe gefeiert haben. Im KSC-Trikot war damals noch Enrico Valentini zu sehen und das Spiel schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Neben den Langzeitverletzten des Clubs fällt auch Enrico Valentini aus für das Aufeinandertreffen gegen seinen Ex-Verein. Wer aber dabei ist, ist Nikola Dovedan, unser Sommerneuzugang, mit dem wir auch vor dem Spiel gesprochen haben. Ja, ich denke, wir sind in der Breite gut besetzt. Mit Molly Sorg ist auch ein Spieler, der eigentlich Potenzial hat zum Stammspieler. Und ich denke, wir sind eine gut aufgestellte Mannschaft und klar müssen wir dann Ausfälle kompensieren. Wir machen hin und wieder komische, vielleicht auch dumme Fehler, aber ja, wir sind, denke ich, spielerisch auf einem guten Weg. Und das heißt, es noch die Fehler abstellen, dann werden wir genügend Spiele noch gewinnen. Ja, der Karlsruher SC beendete mit dem 1:0-Sieg gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag die Serie von 3 Niederlagen in Folge und will jetzt auch den nächsten Dreier holen, laut Trainer Alois Schwarz. Aber da hat natürlich Damir Kanadi mit seinem FCN was dagegen. Ja, letztendlich natürlich der Anspruch in Nürnberg anders, logischerweise, wie vielleicht bei allen anderen Zweitligisten. Aber nichtsdestotrotz ist es in jedem Spiel, wird es sehr, sehr eng werden. Und wir haben jetzt die Spiele gesehen, 6 an der Zahl, dass wir mithalten können, aber immer alles abrufen müssen. Und so geht es gerade Nürnberg auch, noch ein bisschen Findungsphase. Auch der HSV hat seine Probleme jetzt gehabt. Also in dieser Liga musst du immer versuchen, an die Leistungsgrenze zu gehen und zu punkten. Und so wird es am Samstag auch sein. Und da müssen wir einfach den richtigen Schlüssel finden. Und aber natürlich auch couragiert auftreten, das wird wichtig sein, ja? Dass wir mit Mut auftreten, auch wenn wir den Ball haben, und weil wir können es auch und das haben wir gesehen. Sie sind sehr kompakt, sie versuchen vieles über ihr Umschaltspiel im 4-4-2, sind nach vorne hin sehr robust, haben zwei körperlich starke Stürmer, die immer versuchen, in jeden Zweikampf zu gehen, in den Kopfball zu holen und das werden einfach die Grundtugenden von Karlsruhe sein. Man muss respektieren, was sie bis jetzt geleistet haben. Und wir müssen zu Hause natürlich auch wieder schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Das ist die Basis. Wir wollen zu Hause unsere Spiele gewinnen und so werden wir auch auftreten. Die Gesamtbilanz des 1. FC Nürnberg gegen den KSC ist in der 2. Liga positiv. Auch die letzten beiden Spiele konnte der Club gewinnen. Allerdings haben sie nur 1 von 4 Heimspielen gewonnen. Und diese Bilanz möchte der Club natürlich aufbessern. Ich glaube, die Verteidigung fängt vorne an. Wenn man es gut macht, dann hat die Abwehr auch weniger zu tun. Dementsprechend, denke ich, muss man da das Kollektiv ansprechen.
wir haben diese Woche gut gearbeitet, intensiv gearbeitet und ich denke, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Wir erwarten rund 30.000 Zuschauer am Samstag im Max-Morlock-Stadion. Die Tageskassen werden auch aufhaben, kommt also gerne auch spontan vorbei. Ab 16 Uhr findet dann auch die Autogrammstunde mit der ganzen Mannschaft und dem Trainerteam statt. Und alle Infos bekommt ihr wie immer auf fcn.de oder auch in der Matchday-App. Und jetzt drückt am Samstag fleißig die Daumen für den Club auf 3 Punkte. Yeah.